Hast du gerade das Klingeln gehört? Nee. Dann frag mal, hat es da nicht geklingelt? Hat es da nicht geklingelt? Der Weihnachtsmann, der spannt vielleicht sein Rentier an. Günni, ist dir wirklich gut? Ich weiß nicht. Gut, dann gebe ich dir das. Das wollte ich jetzt unbedingt mal los. Ja, der ist in Ordnung. Eine Show. Mhm. Das Exhausted Groove Orchester. Ja, ne, mehr da. Oh. Da. Ich glaube, wir auch. Hi. Hey. Ihr dürft ruhig schon mal das Klatschen üben. Hopp. Wunderbar. Das scheiß Ton drauf, echt. Ah. Klingt nicht. Hey. Wie klingt die? Die klingt gut. Die auch. Die nackte auch. Beine, hallo, nacktes Fleisch. Ah, hallo. Tierisch. Oh, Lederjacke. Der Mann vom Zaun, guten Abend. Jungs, wo seid ihr? Hier. Echt? Ich sehe euch nicht. Hier sind viele Leute hier. Ah, Knöpfe. Ja, und eine Dürnelschnalle, ich werd wahnsinnig. Hey, die klingt richtig gut. Metall auf echtem Leder, das ist geil. Dankeschön. Und schon geht's weiter. Hallo, hier bin ich. Joppel! Jo, mach mit! Jungs, seid ihr noch da? So, jetzt wollen wir euch einen ganz tollen Trommler vorstellen. Den absoluten Held des Abends hier. Der hat ja noch nicht gespielt. Give him a big hand! Jo! Jemand! Hat der nicht einen geilen Sound? Ha? Super! Großen Applaus für unseren Duracella!
So, mein lieber Freund, hast du dir heute auch schon die Brille geputzt? Hast du? Schon, es wird fürchterlich. Habt ihr Lust, ein bisschen mitzumachen? Miau, das haben wir uns gedacht. So, ihr müsst nachher immer schön auf Kommando, so auf 2 und 4 die Hände in die Luft heben. Machst du die Glocken? Ganz genau, müsst ihr rhythmisch, ja, wartet's ab. Das ist viel Arbeit, das Stück ist lang. Mal gucken, es gibt immer wieder Leute, die klatschen auf 1 und 3, da stehen wir gar nicht drauf. Wer heute Abend auf 1 und 3 klatscht, wie bei Dieter Thomas Heck in der Hitparade, der muss für jeden von uns 100 Bier bezahlen und 70 Currywürste. Jo, okay. Jo, ja, genau. Ist das ein Wort? So, ich sag euch mal ganz kurz, wovon das Stück handelt. Es handelt von folgendem Obst. Wer kennt es? Bekannt aus Funk und Fernsehen, man schneidet es durch, schmeckt fürchterlich nach Bounty, heißt aber nicht Bounty, heißt auch nicht Nuts oder Mars oder Milky Way. Wie heißt das Ding? Zwiebel. Ananas. Ich hab Zwiebel gehört. Ananas habe ich gehört. Bitte? Hat einer eine bessere Idee? Sellerie? Was? Was? Birne. Birne ist langweilig. Schlangengurke habe ich gehört da hinten. Schlangengurke ist doch klasse, Schlangengurke, oder? Ja gut. Schlangengurke. Okay, das ist eine Schlangengurke von diesem Obst. Naja, wo wart ihr eigentlich in der Schule? Handelt das nächste Stück. So, mit einer Schlangengurke kann man ganz tolle Musik machen. Das machen wir jetzt für euch, aber nur, wenn ihr anständig mitarbeitet. Wie gesagt, auf Kommando, die Hände in die Luft. Wir kommen euch auch mal wieder besuchen und so. Und im Übrigen, yo. Ne? Yo, genau. Yo. Genau. Yo. Jawohl. Es wird gehippt und gehoppt, was das Zeug hält. So. Jetzt bin ich auch schon fertig mit dem Erzählen. Ach, schon? Ja, sicher. Ging doch schnell, oder? Warte. So. Vorbei, danke. 1, 2, 3, 4. Wie? Yo! Yo! Yo, 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 genau! Wir machen euch! Wir machen euch platt! Hey, hey, hey! Yo! Wir machen euch platt, platt wie ein Blatt. Wir machen euch platt, platt wie ein Blatt drum klatscht. Man braucht es ja kaum noch sagen, ihr tut es ja schon freiwillig. Klasse. So, aber wir wollen Hände sehen. Hände richtig hier so in den Himmel. Jawohl. Auch ihr Leute da hinten, ich sag's nochmal, wir kommen euch nachher besuchen. Weh, ihr macht nicht mit. Es kommt euch teuer zu stehen. So, es ist zwar sowieso schon recht eng hier, aber vielleicht könnt ihr es euch noch ein bisschen gemütlicher machen. Macht ein bisschen Partner-Clapping, wie Uli und Raul. Tut euch zusammen, seid gemütlich miteinander. Ich sehe keinen. Probiert's einfach aus, macht tierisch Spaß. Ich habe leider keinen Partner auf der Bühne, sonst würde ich es gerne tun. So, haltet schön. Ja, ihr seid noch nicht warm genug, das kriegen wir noch. Okay. Jetzt lasst euch nicht irritieren. Wir machen was anderes dazu. Ihr klatscht schön weiter auf 2 und 4, nicht auf 1 und 3. 2, 1, 2, 3, 4.
fantastisch, aber wir wollen mehr Hände sehen. Super macht ihr das, zur Belohnung gibt's wieder Musik. Wir sammeln euch. Ciao! Das ist uns zu wenig, wir sehen doch gar nichts. Auch ihr da hinten. Ich hab's jetzt dreimal gesagt, wir kommen euch besuchen. Weh, ihr seid nicht brav. So könnt ihr mal hier ein bisschen Platz machen. Da wollen wir nämlich jetzt mal runterspringen. Jo, das reicht. Wir sind ja gar nicht so brav. Oh. Okay. Okay. Okay, wir atmen auf 1 und 3. Ihr klatscht auf 2 und 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hey! Seht ihr uns? Hört ihr uns? Hoi! Hoi, 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 hoi! Jetzt wird's eng hier! Ich sehe schon, ihr habt euch gemütlich gemacht. Hallo, einmal kleinen Positionstausch bitte. Hey, ja. Machen wir das Bein. Könnt ihr noch? Ich geh nicht mehr. Zur Belohnung. Wieder mal ein bisschen Musik. Wir machen euch!
Wir machen euch Platz. Wir machen euch Platz. Wie das alles bei uns angefangen hat. Damals, bei mir sind es fast 30 Jahre, bei den Herren sind es ungefähr 20 Jahre, bei Uli sind es 10 Jahre. Als wir 3 Jahre alt waren, mein Gott, was schwierig. Kann mir mal eben einer zur Hand gehen hier? Was ist? So, es ist ja immer so, Kinder wollen trommeln. Mama ist da gar nicht so für. Papa auch nicht, wie deine Mama ist dafür? Fürs Trommeln? Echt? Kann mir gar nicht vorstellen. Meine nicht. Also ich musste erstmal zur musikalischen Früherziehung in der Musikschule. Dann zur musikalischen Grundausbildung, auch in der Musikschule. Dann habe ich Blockflötenunterricht gekriegt. 2 Jahre nur auf dem Mundstück, weil meine Finger so klein und missgebildet waren. Weil ich die Löcher nicht getroffen habe. So, dann durfte ich endlich die ganze Flöte spielen. Als nächstes kam das Klavier dran. Aber das war überhaupt nichts für mich. Aber ich habe 6 Jahre lang durchgezogen. So, jetzt muss mir eben noch mal einer helfen. Sag mal, ist mir einer eben so lieb? Kommt hier vorne auf die Bühne, bist du mal so lieb? Du kannst mal sehen, früher hat das dann immer meine kleine Schwester gemacht. Super, yeah! Es geht doch nichts über eine anständige Stagehand. Wo war ich stehen geblieben? Beim Klavier, ganz genau. Das hat mir auch nicht gefallen und deswegen habe ich immer schon Mutters und Vaters ganzen Haushalt leergeräumt und auf allem getrommelt, was dieser hergab. Sei es der Suppentopf, wo die Sonntagssuppe drin war, oder die Schublade mit Papas Rechnung, die ich vorher verbrannt habe. Dann Schwesterchens Badewanne. Die hat einen tierischen Sound. Die hat immer nur mit Planschi gebadet, deswegen so einen schaumigen, blumigen Sound. Super, ne? So, jetzt haben wir einen in unserer Band, ihr seht das vielleicht schon da am Rand, der war immer schon der widerlichste von uns. Als Kind hat er immer schon gerne mit Stuhl gespielt, das machen ja alle Kinder. Aber Ulrich hatte immer den Stuhl auf dem Rücken und hat auch noch drauf getrommelt. Das hat also fürchterlich gerochen, aber auch gut geklungen. So, und wir wollen euch das jetzt mal demonstrieren, wie das bei uns geklungen hat mit 3 Jahren. Seid ihr soweit? Den ersten, gut, wir auch. Den ersten Teil kennt ihr schon, könnt ihr ein bisschen mitklatschen. Ja, und dann machen wir uns selbstständig, ob ihr wollt oder nicht. Okay, ist a little bit eng hier. Ah, die sind noch gar nicht angefangen. Ich dachte, das sind die 1 und 3. Dieter Thomas Heck. Ja, Dieter Thomas Heck. Und 1, 2, 3, 4. Hey, hey Mann, ihr habt fast das richtige Tempo getroffen. Yo. Einmal die Hände in die Luft nochmal. Seid ihr alle da? Hey. Exhausted. Groove. Orchestra. Wait a minute! Hey! Gib's ihm! Let's make noise! Let's have fun! Let's see, girls! Woo. Let's count them 1, 2, 3, 4! Exhausted. Groove. Orchestra. Wait a minute. Kräfteschwund ist ungesund. Das bringt uns Trommler auf den...
im Bein, das darf nicht sein. Uns Egos fällt kein Gruf mehr ein. Hey, Monster.